So, guten Morgen, willkommen zu einer neuen Runde Decent. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das gespeichert habe, aber wen? Oh nee, ne? Oh ja, ich erinnere mich. Ich weiß, was da jetzt kommt, ne? No. Was? Moment, was meinst du mit No Primary Weapon Available? Habe ich irgendwo anders die schon besiegt? Ich weiß gar nicht, habe ich die da schon besiegt? Moment. The Game to Restore. Oh Gott, ich sollte mir merken, wo ich speichere. Was habe ich da noch so gespeichert? 23? Ich hätte mir merken sollen, wo ich gespeichert habe. 23? Ich glaube, hier habe ich zuletzt gespeichert. Wird schon passen. Okay. Passt schon irgendwie. Und ich sollte mir mal Waffenenergie suchen. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja. Waffenenergie und so, ne? Wo ich nicht hab. Ich muss da runter, richtig? Mit null Waffenenergie? Ah, ja. Ja, ja, ich weiß wieder ganz genau, wo ich war. Ich dachte, das sieht mich vielleicht... Was zur... Ich will die Hostages nicht verlieren. Ich will ja ein 100% Hostage dann, weil ich mich gar nicht mehr erreichen kann, weil ich schon welche verloren habe. Proximity Bomb, Smart Missile, ne, was soll ich übertreiben? Oh, hau die Mega Missile raus. Der Name ist aufs äußerst kreativ, aufs äußerste. Na, das war Nummer 1. Der ging voll vorbei. Oh, wie jetzt? Das war jetzt irgendwie... Was ist denn jetzt kaputt? Der schießt ja gar nicht richtig zurück. Oh, nein! Und ich bleib mal wieder an der Kante hängen. Leck mich doch. Was ist denn da oben noch? Da war ich schon, ja. Glaubst du auch nur du? Nein, da war ich noch nicht. Hä? Oh, jetzt habe ich gerade meine letzte Zielsuchende Rakete an einem Monitor verschossen. Punk, du bist's. Du hast es drauf. Du bist doch mal der echte Überpro. Ach, einfach Raketen rausschießen und abhauen. Dann wird das was. Honk, wenn ich mal groß bin, möchte ich genauso wie du werden. Du bist mein großer Held. Du hast so einen langen Penis. Den möchte ich auch mal haben. Hey, Schildenergie. Waffenenergie. Dann nehmen wir erstmal ein bisschen was auf, ne? Nein. Was ist da drüben noch? Auch nichts, das sich öffnet. Jetzt nehmen wir das so die Schildenergie mit. Speicher nochmal, bevor sich da doch noch was öffnet. Ha, 10.000 rote Hulks. Level 23 ist es, naja. In Level 24 kommt dann auch der letzte Geheimausgang. Ist da noch irgendwo was? Hahaha, ich bin gut. Werden wir natürlich wieder mitnehmen. Oh, herrlich. Noch was? Nein. Ja, was wollte ich sagen? Ja, letzter Geheimausgang werden wir mitnehmen und so, ne? Den nehmen wir mit, den Geheimausgang. Und das Geheimlevel auch. Packen wir in unsere Hosentasche. Ja, jetzt muss ich da rauf. Oh Gott, an den Monster-Spawnern vorbei. Oh Gott, mit meiner Waffe und Schild. Gut, ich habe wieder Schildenergie. Getarnt, richtig?
Ah, oh, ich wusste, dass es getarnt ist. Ah, aber jetzt bin ich auch ge... You're already... Ah, ich sehe die nicht. No primary weapon. No, no, no. Wir fliegen einfach dran vorbei. Was? Wie? Wo waren? Ich bin doch unsichtbar. Ich spreng mich selbst in die Luft. Guckt ihr euch an, wie er sich selbst in die Luft sprengt. Ist der nicht einfach episch? Sterb. Kloaken-Device. Wie wär's mit Energie? Nö. Haben wir nicht auf Lager. Kommen sie doch nächste Woche nochmal. Stirbst du mal bitte? Danke. Ist ja noch einer. I'm already in der Kloake. Oh, das ist schon tot. Da geht's raus, oder? Ja. Aber ich glaube, es wäre keine gute Idee, vorher nochmal Waffenenergie... Keine schlechte Idee, nochmal Waffenenergie zu tanken, bevor wir uns in den Bossraum wagen. Huh, Blödsinn. Und dazu muss ich nur rauf und geradeaus. Honk, du verläufst dich. Du verläufst dich. In einem Raumschiff verläufst du dich. Und schon weißt du nicht mehr, wo es lang geht. Bist so ein Idiot. Bist halb so intelligent wie ein Schimpanse, der mit einem ein Dingsbums gekreuzt wurde. Einem, wie heißt's? Gute Witze vorbei. Dackel. Das war das Wort, das ich suchte. Dackel, das Wort des Tages. Oh. Das fällt mir ein, habe ich den anderen Fernseher jetzt eigentlich kaputt gemacht? Keine Ahnung. Scheiß drauf. It's red door. It's red. Das blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Oh Gott. Oh Gott. Was seid ihr denn für Dinger? Ach, ihr seid diese lustigen Dinger. Naja, gibt gefährlicheres. Wegen Weil hier, ne? Oh! Alter! Hab ich denn gesagt, ihr sollt solche Schätze unterlassen? Wie mach ich das jetzt wieder? Einfach dran vorbeifliegen ist vermutlich die unklügste Wahl. Da kommen auch sofort 20.000 Raketen raus, ne? Kann mich nicht mal so schnell drehen, wie die rauskommen. Ich könnte mich jetzt auch sterben lassen, ne? Hat er viele vorgeschlagen, hey, lass dich doch sterben, bis du noch 3 Leben hast und dann. Lade. Ob ich das mache, dann, naja. Spätestens Level 26 lade ich dann eh wieder, ne? Und da das nicht mehr lange ist, ne? Boah, nö. Mal schauen, ob das reicht. Was zur Hölle ist da alles drin? Überraschungsgegner. 3 Gegner in einem. Reicht das vielleicht? Geh bloß weg, geh bloß weg, geh weg, geh weg, stirb, 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 stirb. Nur die Offensive speichern, nein, zu schießen. Es war so klar, dass er jetzt rauskommt und mich tötet. Aber ich bin ja lade, Mann. Ich bin Lucky Lad. Ich lad schneller als mein Schatten. Ach, komm schon. Er ist tot. So, damit wäre der stärkste Gegner besiegt. Boom, tot.
können auch mal die anderen Waffen ausprobieren, die alle Schrott sind. Oh, Schildenergie. Ich könnte wieder Homies nehmen, nur ich habe jetzt wieder 10. Ich stelle mir ein, ich stehe falsch. So wird ein Schuh draus. Oh Gott, nee, oder? Was werft ihr mir denn da jetzt noch alles entgegen? Fusion Hulks, ihr habt doch einen Schatten. Also, drehen. Was sagt der? Bleibt zum Essen? Naja. Wie gewonnen, so zerronnen. Stirbst du auch mal? Oh Gott, die halten ja ewig was aus. Ja, also wie gesagt, ich könnte laden, aber... Warum habe ich jetzt die Vulcan Scan selected? Wow, ich habe gerade die ganzen Vulcan weggeschossen, er lebt immer noch. Die Vulcan ist scheiße. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube so 2-3 Dutzend Mal. Was ist da rechts noch? Ist da noch was drin? Wie schön, dass der mir auch durch die Wand sieht, wo ich bin. So, und ist da hinten eigentlich noch irgendwas? Ja, nö, nee. Reaktor. So, ist da noch. Und er trifft dich jetzt erst. Mal. Oh, 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 oh. Hab ich das richtig gesehen? Das sind noch 2 so Vorsprünge mit irgendwelchen Hulks drin und da ist auch ein Hulk und. Nee, da gehe ich weg. Ah, wo kommst du denn her? Und ich bin tot. You don't mind! You are dead! Leb damit, Arschloch! Oh, nett. Der Start gefällt mir schon mal. Ja, dann warten wir auf den Rest des Levels. Jawohl, habe ich schon erwähnt, dass ich von dem getroffen wurde. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ja, dummerweise nicht mehr. Dummerweise. Leider bist du tot, mein Freund. Ich kannte dich kaum, aber ich mochte dich schon jetzt nicht. So, gehen wir. Ich habe jetzt Feierabend. Nein. 5, 4, 8, 2, 0, 6, 1. Boom. Leck mich doch, jetzt mein Untersetzer runtergefallen. Ach, jetzt muss ich mich bücken. Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Shield-Bonus 150, Energie-Bonus 330, Hostage-Bonus 4500, Skill-Bonus 44.400, Full-Rescue-Bonus 9000, Total-Bonus 58.380, Total-Score 2.853.765, hey. PMC-Direktive 10MD, AK-573, 113 an, MD-10, 32, Neptun-Orbit, vom penetrierenden Hauptquartier Aerobit. Ein Neptun-Mine ist noch übrig, säubern Sie die... Ah, scheiße. Sie die extrem unsichere Mine MN-5877 auf Mond-Nereid und fliegen Sie dann in den Standard-Orbit um Pluto. Pluto! Soweit ich weiß, ist das offiziell gar kein Planet mehr. Also zumindest nicht von unserem Sonnensystem. Weil der halt kein Planet ist, sondern nur so irgend so ein Mond oder so. Ja. Die Mistkerle. Sterbt ihr bitte mal. Besten Dank. Schauen wir uns die Mine. Wirkt, als wenn die ziemlich nah wären. Aber das heißt gar nichts. Die können auch 2 Milliarden Kilometer weit weg sein. Und die Mine riesengroß. Was ja auch ist.
Leb damit oder stirb. Und? Aha. Scheiße, ist nicht tot. Ich glaube, das ist so ein Ding, das Raketen spuckt. Oh ja. Das wollte gerade spucken, aber ich weiß nicht, ob es Raketen waren. Spuck Raketen aus meiner Fresse in dein Gesicht. Und es gibt auch noch ein anderes rechts, das nennt sich links. Das könnte man auch mal reingucken. Gott. So, nutzen wir mal wieder die Tatsache aus, dass sie uns nicht aus der Entfernung sehen. Ich hoffe, das sind die Zen-2 genauso. Du erzählst die nicht. Okay, da ist die blaue Tür. Ah, Blue Tor und so, ne? Das ist der Stargate. Schön blau. Blau, wie ein Arbeitsloser. Ist auch ganz einfach nur besoffen. Und ich sehe den so herrlich sogar überhaupt nicht. Ich sehe ihn schießen. Und ich... Er ist wieder außer Reichweite. Wie der Feigling flieht. Wie er flieht. Mein Speicherskills kommst du sowieso nicht. Okay, was ist der Haken an der Knarre? Muss doch ein Grund haben, dass sie da einfach so rumliegt. Ein Gegner ist in der Grund. Kloaking-Device auch noch? Okay, was ist hier wieder Mieses in der Nähe? Hier ist irgendwas Mieses in der Nähe. Joa, Kloaket. Oh lala. Jetzt weiß ich, was da Mieses ist. Genau dafür kann ich Kloaken-Device brauchen. Oh, sind schon alle tot. Langweilig. Ich will Action! Ich will Herausforderung! Ich will, ich will Kloaken-Device ein zweites Mal! Den habe ich gar nicht gesehen. Naja, hat sie erledigt. Und wofür ist dieser Raum jetzt gut? Für nichts, aber schön, dass du mal da warst. Wir verarschen dich. Freu dich. Oh nein! Dunkle Räume! Oh, doch nicht. Es wirkt nur so auf Entfernung. Ich kann mich immer noch sehen. So ein Mist. Wir lunzen mal rein. Hä, da oben ist die Blue Keycard. Irgendwie habe ich aber ein ungutes Gefühl, wenn ich da jetzt reinfliege. Schau erst mal, was da noch so ist. Alloa! Ja. Deswegen speichere ich so oft und lade auch so oft, weil... Naja. Meine Skills sind nicht die besten und... Ich spiele halt, wie ich in echt ausspielen würde. Nein, war ein Witz. In echt würde ich auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe spielen. Das meine ich ernst. Ach, allgemein bei Spielen. Ich habe auch, als ich Warzone damals getestet habe, also bevor ich angefangen habe zu Let's Playen, habe ich das auch schon mal angespielt. Da habe ich auch nur auf leicht gespielt. Weil, ja, ich spiele gerne auf leicht, ja, und deswegen ist auch bei mir Story sehr wichtig im Spiel. Denn leicht sind die Gegner meistens recht einfach. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Spiel habe ich auch schwer gespielt. Also wenn man von ein paar wenigen Spielen wie, was weiß ich, Call of Duty 1 und 2 habe ich durchgespielt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Gott.
und da auch nur mit sehr, sehr viel Speichern und Laden. Ach, fick dich! Und was wollte ich noch sagen? Was habe ich noch durchgespielt auf höchster Schwierigkeit? Ja, Battlefield 1942, beziehungsweise den Mod, deshalb kommt er dafür, habe ich auch unmöglich durchgespielt, die Kampagne. Einfach weil ich es kann. Gott, dafür habe ich ewig gebraucht. Es ist aber auch holländisch schwer. Diesen abartigen Punkteabzug. Wenn man jedes Mal 20 Tickets verliert. Bist du jetzt tot? Seid ihr alle tot? Na also, geht doch. Ich stelle fest, ich muss doch dann auf. Was habe ich noch auf höchste Stufe durchgespielt? Dungeon Siege 2. Auch eines der wenigen Spiele. Sonst hört es zu langsam auf, ne? Hallo? Ich wusste doch. So einfach würden sie es mir nicht machen. Ja. Was habe ich noch auf höchste Schwierigkeitsstufe durchgespielt? Ja. Ja, da hört es langsam auf, ne? Mir fällt echt kein Spiel mehr ein. Gut, ich habe Gothic 2 mit Addon durchgespielt. Das wird ja von vielen immer als sehr schwierig bezeichnet. Was es eigentlich nur dann ist, was es nur dann ist, wenn man Dingsbums macht. Auf Nahkampf gehen. Also mit Fernkampf und so kommt man recht gut durch. Magie habe ich da ehrlich gesagt nie groß benutzt. Boah. Könnte ich auch mal machen. Mal wieder durchspielen. Ich wollte Rissen nochmal auf Magie durchspielen. Irgendwie habe ich das auch total. Oh, das ist ein riesiger Kreis. Richtig. Richtig. Nutze die Entfernung. Kape die Entfernung. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Stipp, 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 stipp. Oh Gott. Nein, 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 nein.